Der Ball übers Tor. Und die Schweriner verteidigen da geschickt. Butzlaff, schlechter Pass, er kommt aber doch noch durch. Und es ist wieder Therese, danke. Und der Anschlusstreffer. 15 zu 16 aus Plauer Sicht. Und wir haben noch 6,5 Minuten zu spielen. Und es wäre vielleicht auch in die Zeit, Auszeit zu nehmen vom Schweriner Trainer, einfach um das Spiel ein wenig zu beruhigen, um einfach seine Mädels wieder ein bisschen ruhig zu bekommen. Und wieder hat Plau den Ball, wieder der Konter. Und er kriegt sie, doch, Kluth kriegt den Ball im dritten Greifen dann doch zu fassen. Aber der lange Pass sollte man eigentlich nicht spielen. Die Mädchen sollten jetzt das Spiel beruhigen. Spielen aber doch schnell nach vorne. Der Ball ist wieder weg und Plau jetzt mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Panzer da mit der Hand dran, aber der Ball kommt durch. Zu Pohl. Die bringt den Ball im Tor unter, aber es war ein technischer Fehler und deshalb 7 Meter für Plau. Die Chance zum Ausgleich durch Maria Schubert. Und sie trifft sicher vom 7-Meter-Punkt 16 zu 16. Noch der Ball gehalten und jetzt die Chance, Alina Pohl kriegt den Ball nicht. Das wäre jetzt die Chance gewesen, sie stand völlig frei und hätte hier die Führung für die Blauer machen können. Und Schwerin kommt ja immer mehr in die Bredouille. Sie waren schon so schon weg, bis auf 4 Tore waren sie schon weg. Jetzt auf einmal steht es 16 zu 16. Und erneut der Konter. Maria Schubert auf Alina Pohl, aber die hat den Ball nicht gesehen. Und da sagt der Schweriner Trainer, anspielbar, ihr müsst anspielbar sein. Sie wusste nicht wohin, dadurch der technische Fehler. Ja, es ist ein schönes Bild, auch wenn Sie das jetzt nicht sehen können. Die Plauer Trainerin hatte sich. Plauer Trainerin hatte sich hier hingekniet, die spielt gerade mit. Auf ihre Art und Weise versucht sie da zurückzuhalten. Und eine technische Fehler und jetzt der Konter für Schwerin. Auf Vivian Sohr, die kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und jetzt im Gegenzug der Konter. Therese, danke. Mit der Führung für Plau. 17 zu 16. 3,5 Minuten vor Ende der Partie gibt Schwerin das Spiel wieder her. Und erneut der Konter für Plau. Und er ist drin. Und die gelbe Karte für die Nummer 10 auf Schweriner Seite, Lysanne Heiden. Die erste Zweitore-Führung für Plau. 18 zu 16. Und man muss sich auf Schweriner Seite sicherlich fragen, wie das möglich war, ja aus einer 4-Tore-Führung einen 2-Tore-Rückstand werden zu lassen. 2,5 Minuten, Vivian Suhr mit dem Wurf, klasse gehalten. Und dann gibt es Freiwurf für Plau, die sich den Ball geholt haben. Und Auszeit genommen für Plau. Ja, jetzt fragte die blaue Trainerin gerade noch 3 oder 4 Minuten. Es sind noch 2,5. Zum Tor, damit gibt es eben so eine Kurve. Aber das Ding bringt es nicht.
So, und Auszeit. Wir haben jetzt nochmal bei den Plauern ein bisschen reingehört. Sie sagte, 2,5 Minuten Zeit. Sicher spielen, lang spielen. Wir haben noch die Möglichkeiten. Wir müssen dieses Spiel jetzt durchbringen. Aber Schwerin hat den Ball. Ich hätte jetzt auch mal sehr interessiert, was der Schweriner Trainer jetzt gesagt hat. Er muss seine Mädels ja neu motivieren jetzt. Es sind noch 2 Minuten auf der Uhr. Und jetzt der Pass nach außen, da traut sie sich nicht. Und es fehlen wieder die Anspielstationen für die Schwerinerinnen und die Zeit verrinnt. Zu wenig Bewegung da. Jetzt haben sie mal die Bewegung, jetzt traut sie sich nicht. Anna Schiller, der Ball an den Kreis zu Vivian Suhr und es gibt 7 Meter und 2 Minuten gegen Maria Schubert. Darf man natürlich wieder auffüllen jetzt, aber jetzt erstmal der 7 Meter, Vivian Suhr, der Anschlusstreffer, 17:18. 1,5 Minuten noch auf der Uhr. Und da hat Schwerin den Ball zwischen der schnelle Pass von Elisa Panzer auf Vivian Suhr, der zweite. Und er ist drin und er zählt nicht, weil Vivian Suhr in den Kreis getreten. So zeigt es der Schiedsrichter an. Der lange Pass von Plau jetzt nach vorne. Und auch da in den Kreis getreten und auch da gibt es Abwurf. 1 Minute noch zu spielen, 17:18 der Spielstand, Ballbesitz Grünwald Schwerin. Und Ball besetzt jetzt für Plau. Klare Ermahnung nochmal. Gegen Lisa Heiden. Alisa Panzer hat da den Ball sich geholt. Im 17 spielen ist aber nicht und jetzt sind es noch 15 Sekunden. Dann wird sie von 2 gehält, 10 Sekunden noch auf der Uhr. Müssen sie schnell spielen, Zeitstopp. 6 Sekunden noch zu spielen. Jetzt braucht man eine schnelle Idee auf Schweriner Seite. Sonst gehen die Punkte nach Plau. Sperren und werfen jetzt die Devise auf Schweriner Seite. Und jetzt gibt's noch mal Gelb. Und die sehen, da, die hatten, zumindest die 7 hatte schon Gelb, so zumindest mein Eindruck. Und der Ball ist drüber. Und das Spiel ist aus. Und der blaue SV besiegt Grünwald Schwerin. Und der große Jubel mit 18:17. Da können Sie sich drüber freuen, haben Sie sich hart erarbeitet. Am Ende erzählte die Effektivität vor dem Tor. Daran ist es gescheitert für Grün-Weiß Schwerin. Ja, das Spitzenspiel beendet. Der blaue SV gewinnt mit 18:17 bei Grün-Weiß Schwerin. Trotzdem habe ich hier zweimal Grund zum Feiern. Einmal die Siegerin, die Pauline, und einmal das Geburtstagskind, die Annalena. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann kommen wir auch gleich zu dir. Gut gespielt, hast sehr, sehr gut verteidigt, haben wir gesehen. Es hat trotzdem nicht ganz gereicht. Bist du ein bisschen traurig drüber? Ja, irgendwie schon. Was hat denn gefehlt? Warum habt ihr heute nicht gewinnen können? Weiß nicht, auch manchmal vorne im Angriff nicht zu, also zu wenig bewegt auch. So, ja. Ja, das ist auch das, was euer Trainer gesagt hat. Zu wenig über deine Seite gespielt, auch über die linke Seite. Bei euch hat das ein bisschen besser funktioniert. Ihr habt zwar nicht ganz so gut verteidigt, aber ihr wart sehr vorne, sehr effektiv. Ihr habt sehr
Ihr habt einfach eure Chancen genutzt, gerade zum Anfang warst du sehr erfolgreich, hast die ersten 4 Tore deiner Mannschaft geworfen. Danach lief es nicht mehr, warum? Ja, also es hat nicht immer so ganz geklappt, wir haben viele Fehlpässe gehabt und ja. Es lief zum Ende nicht, kurz vor Ende des Spiels lief es dann wieder für euch, da habt ihr 6 Tore hintereinander gemacht, einen 4-Tore-Rückstand aufholen können. Hast du immer an eure Mannschaft geglaubt in dem Moment? Ja, na klar, also es ist halt das Mannschaftsteam, was das alles so macht und ich finde, wir sind eine gute Mannschaft und wir halten auch immer zusammen. Also. Das hat bisher gut funktioniert, ihr habt jetzt 4 Spiele hintereinander gewonnen. Das ist für euch die 2. Niederlage in der Staffel. Trotzdem hofft man natürlich, dass es besser geht. Wo geht es denn zunächst für euch hin? Wo habt ihr euer nächstes Spiel? Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht, aber du bist wieder mit dabei auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen abschweifen. Die Schule, wie läuft's? Welche Klasse bist du? In der 6. Und dein Lieblingsfach ist? Sport. So, und jetzt lass mich raten, du magst nicht Mathe? Doch, die Lehrerin ist auch cool und deswegen, ja. Okay, wir hatten das nämlich vorher, wo Mathe nicht so funktioniert, auf deiner Seite. Du bist auch 6. Klasse? Nee, 7. 7. schon. Und dein Lieblingsfach auch Sport? Na klar. Und du magst nicht? Geschichte. Geschichte, ja, das ist auch langweilig, weil es zählt natürlich die Zukunft, unter anderem deine Zukunft. Wir haben das vorher bei den Jugendspielen, merken wir es immer, die Eltern sind immer mit dabei, wir sehen sie alle oben. ist das motivierend oder nervt das eher? Es ist sehr motivierend, also der Applaus und so, das ist schon krass, ja. Es ist auf eurer Seite, wie empfindest du das? Ist das macht dich das nervös, wenn deine Eltern dahinter stehen und zugucken? Ja, also ein bisschen schon, aber es kann man halt auch verdrängen, also es geht auch dann weg, wenn man erstmal drin ist im Spiel. Ja, das hört sich ja gut an, dann wünschen wir euch beiden für Grümer-Schwerin natürlich, dass es erfolgreich weitergeht mit eurer Saison. Euch natürlich auch, dass ihr euch erhalten könnt da oben. Habt gut gespielt, habt euch das verdient, herzlichen Glückwunsch dafür, kommt gut nach Hause und vielen Dank fürs Interview. Ja, na klar.